Welche rechtlichen Wirkungen haben Eintragungen in das Handelsregister? Ich kürze das mal ab. Welche rechtlichen Wirkungen haben Eintragungen in das Handelsregister? Eintragungen in das Handelsregister können genau zwei rechtliche Wirkungen haben. Einmal kann die Wirkung sein deklaratorisch und zum anderen kann die Wirkung sein konstitutiv. Das sind zwei Worte, die merkt man sich am besten. Und man merkt sich natürlich auch, was das bedeutet. Deklaratorisch, Sie haben sicher schon mal das Wort deklarieren gehört. Wenn man etwas deklariert, dann will man etwas bekannt machen. Also die Wirkung, die deklaratorische Wirkung, ist die bekannt machende Wirkung. Bekannt machende Wirkung. Das heißt, etwas, was schon Tatsache ist, wird durch die Eintragung ins Handelsregister bekannt gemacht. Klassisches Beispiel hier ist der Prokurist. Der Prokurist wird in dem Moment Prokurist, wo es ihm ausdrücklich erklärt wird. Prokura wird verliehen durch ausdrückliche Erklärung. Punkt. Dafür braucht es keine Eintragung ins Handelsregister. Aber die Eintragung ins Handelsregister ist die bekanntmachende Wirkung. Man kann es auch noch anders nennen, nämlich rechtsbekundend. Recht wird kundgetan. Der Rechtszustand, der schon vorher da war, nämlich Müller ist Prokurist geworden, wird jetzt verkündet. Die zweite Wirkung ist die konstitutive Wirkung. Und statt konstitutiv, und dann haben wir hier die Polarisierung, rechtsbekundend, rechtsbegründend. Rechtsbegründend. Die Wirkung, sehen Sie hier den Unterschied. Ja? Einmal wird Recht nur bekannt gemacht und einmal entsteht Recht. Es wird begründet durch die Eintragung ins Handelsregister. Die rechtliche Wirkung, die konstitutive Wirkung, entsteht durch Eintragung. Beispiel hier die Gründung einer GmbH. Die GmbH wird durch Eintragung ins Handelsregister gegründet. Sie entsteht in dem Moment, wo sie eingetragen ist. Das ist also die rechtsbegründende Wirkung der Eintragung ins Handelsregister. Ja, konstitutiv gleich rechtsbegründend. Hier deklaratorisch gleich rechtsbekundet. Hier die Prokura als Beispiel. Deklaratorisch. Ja, die Prokura ist schon vorher da. Müller ist schon vorher Prokurist. Egal, ob das im Handelsregister steht oder nicht. Aber es wird bekannt gemacht. Und konstitutiv ist die Gründung der GmbH, übrigens auch der AG, ja, der Kapitalgesellschaft generell. Gründung der GmbH oder AG, da ist die Eintragung rechtsbegründet. Die GmbH war vorher keine GmbH. Sie war allenfalls eine GmbH I.G. in Gründung. Das heißt noch nicht eingetragen. Ja, damit auch volle Haftung dann. Ja. Erst durch die Eintragung ins Handelsregister wird die GmbH zur GmbH und erst dann gilt die Haftungsbegrenzung auf das Vermögen der GmbH. Ja, also durchaus sehr wichtig. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.